Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier bei SkyDrive am 1. April. Ich glaube, das Wetter will uns wirklich verarschen heute. Sonne und Regen im Mix. Ich habe keine Ahnung, ob ich einen Regenschirm brauche oder die Sonnenbrille. Ihr seht, ich habe mich für die Sonnenbrille entschieden. In dem heutigen Video geht es um den Kollegen hier hinter mir. Mittlerweile knapp über 3 Monate in meinem Besitz. Knapp über 6000 Kilometer gerannt und wir machen heute einen Kassensturz, klären die Frage, war es ein Fehler, den Golf R 20 Years zu nehmen? Was ist mir in dieser Zeit aufgefallen zum Auto? Wir fahren eine geile Strecke. Wir haben endlich wieder die Sommerräder drauf und wir gucken uns das Ganze mal an. Jetzt sieht der Bruder nämlich aus, wie er aussehen muss und hier geht's los. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, spielen! Schaut es euch an, wie viel geiler sehen bitte diese schwarzen Felgen aus als die Winterschlappen. Das matcht einfach hier. Die ganzen schwarzen Akzente, die schwarzen 19 Zöller, richtig gut. 2,35er, viermal um das Auto herum. Es gibt eigentlich nichts weiter groß dazu zu sagen. Ihr kennt den Wagen. Wir haben schon ein Walkaround gemacht. Zweimal. Ja, die Acra ist natürlich am Start. Halbwegs sauber, der Kollege. Ich würde sagen, wir verlieren nicht allzu viel Zeit hier bei diesem Schmodderwetter und gehen direkt über in den Innenraum bzw. zur Fahrt. Auch den Innenraum kennt ihr schon. Ja. Sonderedition 20 Jahre mit dieser wunderbaren geilen Carbonleiste, die immer noch schmeckt, ausgestattet. Ihr kennt es, ihr wisst, warum ich die Stoffsitze habe. Jetzt geht's zum Auto und wir sehen uns während der Fahrt. Bis gleich. Willkommen nun bei der Fahrt. Wir klären jetzt erstmal ein paar allgemeine Sachen und zwar die Farbe Weiß. Ja, die meisten bestellen sich den Golf oder generell mein VW ganz gerne in dem Lapis Blue. Ich habe das auch überlegt, ob ich das mache, aber ich dachte mir, ich werde mich satt sehen an der Farbe. Von daher weiß finde ich nach wie vor beste Wahl, gerade mit den schwarzen Felgen. Der Kontrast ist echt geil. Die Kanten kommen gut zur Geltung und so weiter. Die Form, die Proportionen des Autos kommen bei Weiß einfach viel, viel besser zur Geltung, finde ich. Und das gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Ich hatte ja davor den 8V RS3. Das Auto hat mich alle Nerven gekostet. Qualitativ ein absolutes Mistauto gewesen, muss ich leider so sagen. Motorschaden, ständig Probleme mit der Elektronik gehabt, also permanent eigentlich jede Woche irgendwas. Und ich hatte echt lange überlegt, ob ich wieder beim VW-Konzern irgendwas nehme. Und ich muss sagen, die haben das hier wirklich alles bereinigt. Ich weiß nicht, wie die ersten Modelle waren mit Kinderkrankheiten. Ich habe einiges gehört, gerade so was das Infotainment angeht und die ganzen Bordelektronikgeräte hier. Aber ich habe da eigentlich keine Probleme. Ich hatte 2 oder 3 Mal, dass hier der Bildschirm eingefroren ist. Da kannst du den einfach restarten, indem du lange auf diesen Knopf drückst. Und dann rekalibriert sich, rebootet das System nochmal und dann läuft das wieder. Ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass die Autos immer mehr Software kriegen müssen, immer mehr Elektronik rein muss und so. Und ich glaube, mittlerweile gibt es kaum einen Hersteller, der komplett reibungslos funktioniert. Aber im Vergleich zu dem 8V, den ich hatte, wirklich gar kein Problem. In 3 Monaten 3-mal auf den Knopf zu drücken, ist kein Stress. Nach wie vor bin ich nicht einmal auf irgendeinen dieser Knöpfe drauf gekommen, wenn ich es nicht wollte. Ich halte das Lenkrad so hier und ich weiß immer noch nicht, in jedem Review wird darüber gelästert, wie schlecht die Anordnung dieser Knöpfe ist, Touch, Kujatsch, bla bla bla. Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man sich anstellen muss, wie dilettantisch du hier da sitzen musst, irgendwie T-Rex-mäßig deine Hände vor dir halten musst, damit du hier drauf kommst. Ist mir, wie gesagt, nicht einmal passiert. Wir werden später auch sportlicher fahren und dann werdet ihr einfach sehen, man kommt da nicht drauf, wenn man den Lenker ordentlich hält. Ich bin vor kurzem den i30N gefahren und der lag so geisteskrank geil auf der Straße, dass mir der Wagen mittlerweile wirklich wie eine fahrende Couch vorkommt. Aber dadurch, dass ich den Wagen im Alltag benutze, wirklich eigentlich jeden Tag unterwegs bin und ich sag mal auch die Kilometer sprechen für sich, nach 3 Monaten 6000 Kilometer, sagt er aus, dass ich viel fahre
Und für den Alltag ist das Ding wirklich eine Waffe. Also im Winter jetzt bei Schnee, egal was, der hat nie Schlupf gehabt. Das Auto marschiert vorwärts und der Allrad regelt. Und nach wie vor ist es ein mega geiles Gefühl, wenn du in der Kurve bist und die Hinterräder drehen dich raus. Das adaptive Sportfahrwerk, was sich also an die Straßenverhältnisse anpasst, macht seinen Job ganz gut. Allerdings könnte das für mich und für meine Präferenz auch ein bisschen härter sein in der härtesten Stufe. Aber es ist nun mal ein Golf, der muss alles können und deswegen kann er nicht dazu bretthart sein. Weil auch die Mutti muss mal zum Einkaufen kommen und über Kopfsteinpflaster komfortabel rübergleiten können. Die Automatik macht Spaß. Das Schalten mit den Pedals macht Spaß. Die haben ja diesen Schaltdruck hier einprogrammiert. Im Vergleich zum normalen Seriengolf hat das der 20 Years. Das macht das Ganze ein bisschen emotionaler. Der Auspuff, der Akrapovic-Auspuff, ist beim Runterschalten und so weiter ganz geil. Macht schon Spaß, sag ich mal, für das, was es ist. Aber auch da, es kann alles mehr sein. Ich weiß nicht, wie die ausländischen Marken es hinkriegen, die Autos so viel emotionaler zu machen. Der i30N Performance, der klang so viel krasser. Also der war so viel mächtiger. Einfach auch wirklich beim Durchzug. Das klang richtig erwachsen. Also dicke Eier. Bei dem ist alles so ein bisschen kastrierter. Ja, da hast du sehr oft so ein winselndes Geräusch mit dabei und so weiter. Wenn du drauf gehst auf den Pin, dann kommt der Sound besser. Und wie gesagt, gerade bei dem Runterschalten, die Frequenzen machen Spaß und so weiter. Aber da kann einfach mehr passieren, wenn man sich die Konkurrenz anschaut. Das klang jetzt alles erstmal so ein bisschen negativ. Es sind auch ein paar negative Punkte, aber die nicht direkt mit dem Auto zu tun haben. Also wie gesagt, diese ganze Soundgeschichte und so weiter, dafür kann der VW eigentlich nichts, sondern das sind ja die Gesetzgeber. So. Jetzt aber mal ein paar gute Sachen. Die Spreizung von dem Auto ist extrem groß. Der kann von sportlich zu komfortabel und dazwischen eigentlich alles soweit. Der hat auch ordentlich Saft. Also ich finde, die Leistung ist bisher nicht langweilig. Klar, mehr geht immer. Auch hier 333 PS. Ich glaube, der wird ein bisschen mehr haben. Aber es ist nicht langweilig geworden. Es macht Spaß. Der fühlt sich vom Druck her ungefähr wie der RS3 8V an, außer vielleicht ab 220 auf der Autobahn, aber rundenrum auf jeden Fall gleichwertig. Und die Verarbeitung ist top, nichts quietscht, nichts rattert, nichts macht irgendwelche Geräusche. Da hat VW wirklich eine gute Qualität vom Verbauen an den Tag gelegt und eben wirklich diese ganzen Dinge ausgemerzt, die Elektronik. Beim RS3 war es unfassbar belastend, wenn du rückwärts aus irgendeiner Parklücke raus bist und der Wagen hat auch nur ansatzweise gespürt, dass 300 Meter entfernt ein anderes Auto kommt, dann hat er dir so dermaßen die Bremse reingehämmert, dass du erstens dich übelst erschrickst. Zweitens, gnade dir Gott, du hast irgendwie einen Kaffee oder irgendwas in der Hand. Das Ding fliegt dir sonst wohin. Und drittens ist das ja auch gefährlich. Du rechnest nicht damit und das Auto hackt dir einfach die Bremse rein. Das ist bei dem hier gar nicht der Fall. Also das Auto ist viel, viel intelligenter, viel schlauer kalibriert und geht dir einfach nicht so auf den Sack mit seinen ganzen Eingriffen. Mit dem Touch hier komme ich auch super klar. Viele haben sich darüber aufgeregt, zu kompliziert oder funktioniert nicht oder irgendwas. Ja, wenn du das Auto für einen Tag oder sowas zu einem Review nur zur Verfügung hast, dann kann es sein, brauchst du einen Moment, um dich hier reinzufuchsen. Aber wenn du das halt dann hast, das Auto für längere Zeit, und einmal hier alles eingestellt hast, dann ist es ja auch immer das Gleiche und dann kommst du auch relativ gut klar mit dem Ganzen. Die ganzen Touchfelder, alles funktioniert soweit gut. Nach wie vor Kritikpunkt, die Leiste ist halt nicht beleuchtet. Da hatte ich abends tatsächlich ein paar Mal auf jeden Fall das Problem, dass ich hier den falschen Knopf gedrückt habe oder einfach nicht gesehen habe, wo ich hindrücke, damit ich Temperatur regeln kann, Lautstärke regeln kann und so weiter. Das wird aber mit Sicherheit mit der Modellpflege dann alles ausgemerzt werden. Sonst mit den Stoffsitzen nach wie vor sehr zufrieden. Der Seitenhalt ist super. Also ich könnte jetzt hier nichts irgendwie sagen, was mir fehlt. Die Musikanlage ist ultra krass geil. Der Wagen ist generell ziemlich voll ausgestattet. Das Einzige, was fehlt, ist Head-Up-Display. Aber sage ich dir ganz ehrlich, braucht kein Mensch. Ich finde, es lenkt ab. Ich kann aber auch denjenigen verstehen, der sagt, das ist ein absolutes Must-Have. Ne? Was hat er sonst nicht? Das ist eben das Panoramadach. Das bestelle ich nie bei meinen Autos, weil A, erhöht es das Gewicht. Irgendwann, wenn du mit dem Auto sportlich unterwegs bist,
dann kommen halt irgendwann Geräusche. Also die Karosserie, die wandert ja immer. Ja, die ist ja nicht immer 100% steif, verbindet sich in der Kurve und irgendwann hast du halt eben diese Konstruktion, die anfängt zu quietschen und wenn das einmal der Fall ist, geht das nie wieder weg. Ich finde den Innenraum auch nicht zu dunkel, ich sitze aber natürlich auch nicht hinten in dem Auto und ob es dem Mitfahrer hinten schmeckt, interessiert mich auch nicht. Wir kommen bald zum Partypiece des Autos, nämlich zum geilen Fahren. Aber vorher wollen wir noch mal hier ein paar allgemeine Sachen klären. Also der Wagen verbraucht um die 9 Liter, wir gucken gleich mal rein, was der Bordcomputer sagt. Ist auf jeden Fall spürbar weniger als der RS3. Wenn wir jetzt hier aber reingehen ins Fahrzeug, also hier hast du die allgemeinen Fahrzeugdaten, da sehen wir jetzt ab Start 12,5 Liter, aber der Langzeitspeicher sagt 9,4 Liter. Dazu muss man natürlich sagen, am Anfang verbraucht der Motor immer ein bisschen mehr, bis der eingegroovt ist und mit einem neuen Auto fährst du natürlich auch ein bisschen sportlich. Ja, so ein bisschen Bock, mal ein bisschen so den Nacken zu terrorisieren und zu machen. Shit, no, stop, stop! Und du merkst, die Sommerräder, die liegen einfach ein bisschen satter. Und wie der aus der Kurve rausdrückt, das ist schon echt geil. Dafür, dass das hier so ein kleiner 2 Liter Vierzylinder ist. Blup. So, vor uns der sinnloseste Kreisverkehr, den ich immer wieder nehme. Und der Vorgänger Golf R. Schön. Nee, das war ein GTD. Oh, was ist denn das für ein Tier? Oh mein Gott. Das ist ja ein Gott. V, ein Albino-V. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, ist das schön. Krass. Krass. Ein weißer V. So, schau mal vor uns hier. Mega geil. Und Schub. Bremse beißt. Das ist unnormal. Die Lenkung ist aber auch weich jetzt gerade, merke ich bei Individual. Das ist gut, Matthias. Ich habe Bock auf Pedals. Dazu gehen wir hier wieder in Race und in den Special Mode. Und der geht automatisch in Sport Plus. Durchzug nicht so sah, da hast du halt oft dieses quietschige, überangestrengte Motorengeräusch, was eben leider nicht ganz so geil ist. Ich sag euch Leute, wenn das Ding hier in 3 Jahren aus der Garantie raus ist, ist mir absolut Wurst. Ich baue den OPF raus, der kommt dann raus. Ich habe Videos gesehen von dem Ding, wie der klingt, wenn der OPF raus ist. Einfach nur Hölle! Als würde Godzilla hinter dir herrennen. Wirklich komplett krass. So, und jetzt über die Pedals. Man merkt, wie der ab 4000 nochmal so einen Punch drauflegt. Und da hast du es gehabt, dass er nicht einfach hochschaltet, sondern in den Begrenzer reingeht. Mega geil. Aber das Auto ist absolut narrensicher. Also den kann jeder fahren. Auch das sportliche Fahren. Der Wagen unterstützt dich so krass. Drückt dich aus den Kurven raus. Boah, ich habe heute echt Wortfindungsstörung, ne? Hört man. Hatte ich gemerkt, dass die, wenn du wirklich mal richtig drauf latscht,
dann wird die relativ schnell lahm. Also das war echt ein Problem bei dem RS3, wie so viele andere Dinge. Das ganze Auto war eine Baustelle, auch dieser scheiß Service von Audi hinterher. Ihr müsst euch überlegen, die wollten mir ein Busticket andrehen, nachdem das Auto zum x-ten Mal in der Werkstatt wegen des gleichen Problems war. Obwohl das Auto eine Garantie, eine Anschlussgarantie hatte und alles. Kannst du doch nicht machen, ey. Ich habe die Sportreifen bestellt. Ich weiß gerade nicht, welche genau das waren. Irgendwas von Goodyear. Und die kleben schon echt gut am Asphalt. Also wenn die Temperatur haben, richtig geil. Wenn es kalt ist, dann merkst du gerade in der Kurve, wenn du rausfährst aus der Tiefgarage. Aber so, wenn du die Kiste warm hast und die Reifen warm sind, dann ist das echt ein sehr, sehr gutes Grip-Niveau. Einen Punkt will ich euch nicht vorenthalten, was absolut überflüssig ist, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Du kannst das Auto normal starten, indem du halt wie gewohnt Start drückst, auf die Bremse gehst und dann geht's los. Oder du drückst lange auf Start, noch nicht auf der Bremse, und dann kommt das hier zum Starten, Bremse betätigen, und dann drückst du die hinterher. Und dann startet er lauter, geht hier in so einen Overdrive, dreht auf über 2000 und startet mit so einem Fehlzünden hinten raus. Ich starte schon gar nicht mehr anders. Warum? Einfach weil ich es kann. Ha! Was auch geil ist, die Rückfahrkamera, die bleibt immer sauber bei dem Fahrzeug. Dadurch, dass die halt hier genial, wie bei Mercedes, dort unter dem Stern und hier eben unter dem VW-Kreisel versteckt ist, geht der immer auf, wenn du in den Rückwärtsgang gehst und die Kamera kommt raus. Und dadurch ist die halt einfach geschützt vor Spritzern und Schmutz und sonst was. Also ich habe die noch nie sauber machen müssen, logischerweise. Rattans, was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass es mir wirklich aufgefallen. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber ich will es euch nicht vorenthalten. Und zwar, das ist dieser Wendekreis von dem Auto. Der hat zwar dieses Torque-Vectoring hinten, was dich in der Kurve rausdreht, was aber bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht funktioniert. Und der hat echt einen Wendekreis, also das kommt einem Kreuzfahrtschiff gleich. Und was wirklich die ersten 4000 Kilometer todesnervig war, das war die Bremse, wie sie gequietscht hat. Auch wenn die richtig zupackt, hat die übertrieben gequietscht bei niedrigen Temperaturen, wenn sie kalt war. Das hörte dann natürlich auf, wenn, sobald sie warm wurde. Kennt man eigentlich nur von Keramikbremsen. War wirklich penetrant, gerade wenn ich in die Tiefgarage immer reingefahren bin, runter die Rampe, auf der Bremse stehend. Das hat übertrieben gequietscht. An jeder Ampel wirklich hat das gequietscht. Das war echt nervig. Ist irgendwie seit so 1-2000 Kilometern komplett weg. Also ich weiß nicht, ob die Bremse so lange gebraucht hat, um eingefahren zu sein. Aber jetzt das Problem gar nicht mehr da. Wie gesagt, war am Anfang wirklich sehr, sehr auffällig und penetrant. Sonst wären wir eigentlich weitestgehend mit dem Kassensturz-Video durch. Mein Fazit zum Golf R 20 Jahre. Ob es ein Fehlkauf war oder nicht, ist eindeutig nein. Der Wagen ist sehr geil. Wenn du wirklich ein extrem fahreraffines Auto brauchst, dann gibt es sportlichere Sachen. Also, wie gesagt, der Hyundai i30N ist auf jeden Fall sportlicher, hat aber weniger Leistung. Der RS3 ist nicht sportlicher, hat aber mehr Leistung. Und würde ich es nochmal machen, würde ich definitiv den Wagen wiederholen. Und ja, bedient alle meine Bedürfnisse. Von daher, ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Wenn das alles auch weiterhin ganz bleibt und so reibungslos funktioniert, kann ich den Wagen absolut weiterempfehlen. Es wird noch ein Vergleichsvideo zum RS3, zum aktuellen RS3, nicht zu dem Haufen RS3 8V kommen. In dieses Auto werde ich mich nie wieder reinsetzen. Seid gespannt. Wir warten aber darauf, dass das Auto Sommerreifen kriegt, damit wir auch den RS3 dann ausbringen können und im Grenzbereich bewegen können. Auch mal einen Highspeed-Test machen können, was mit dem hier auch noch anstehen wird. Das heißt, abonniert den Kanal, damit ihr nichts von diesen Updates verpasst, weil sonst ihr wisst, was passiert. Ich werde zu euch nach Hause kommen und Montezumas Rache wird euer Bett heimsuchen. Macht's gut. Ciao.
What the fuck? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Weil er hat drei Blitze hintereinander. Wenn du ein Video sehen willst, wo ich wirklich auf die Details des Fahrzeugs eingehe und den Innenraum beleuchte und wirklich ein Close-up zu einem mache, dann klick einfach hier.